Ja, Frau Ziem, die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich wieder mal in Frankfurt zu sein. Danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu der Vortragsreihe. Freue mich auch, dass Sie da sind. Computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik. Wie passt das zu Bildung und Digitalisierung? Ich habe überlegt, das, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, wird im Kern, im Schwerpunkt forschungsbasiert sein, also unsere Forschungsarbeiten zu Lernverlaufsdiagnostik, zu computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik vorstellen. Gleichzeitig habe ich mir aber schon eben auch Gedanken gemacht, ein wenig über dieses Thema Bildung und Digitalisierung. Und Sie werden sehen, es gibt einen kleinen Rahmen um unsere Forschungsarbeiten. Das, um es einzuordnen, wo ich eben diese Thematik computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik sehe, ist an der Stelle, dass die Frage angesprochen wird, ob Digitalisierung uns die Realisierung pädagogischer Konzepte ermöglicht, die ohne eine solche Unterstützung nicht machbar wären. Also an der Stelle von den unterschiedlichen Dingen, die in diesem Kontext Digitalisierung möglich sind, also die Nutzung digitaler Medien zur Unterstützung von Bildung und das, was man auch thematisieren könnte, aber in dem Kontext eben nicht so gut passend ist, das ist natürlich die Frage, wie gestalten wir Bildung, um Lernende auf eine digitalisierte Welt vorzubereiten. Wird nicht mein Thema sein. Und genauso gut werde ich nur ganz, ganz am Rande streifen, diese Frage Digitalisierung von Schulen, Fortbildung von Lehrkräften, technische Ausstattung, was natürlich auch ein Thema in diesem Kontext ist. Aber von daher wissen Sie von vornherein erstmal, der Fokus wird eben in diese Richtung gehen, digitale Medien zu nutzen, um pädagogische Konzepte zu realisieren. Wenn man Sie jetzt fragt, was sind denn eigentlich pädagogische Konzepte? Dann empfiehlt sich beispielsweise so ein Buch in einen Blick in Übersichtswerke wie das von Andreas Gold, bei dem ich in Frankfurt auch gelernt habe. Guter Unterricht, da ist wunderbar zusammengefasst, was sind denn eigentlich die wichtigsten Dimensionen der Unterrichtsqualität? Und wunderbar auf den Punkt gebracht, vier Aspekte, die sich im Grunde durch die Forschung durchziehen. Kognitive Aktivierung der Lerner müssen wir leisten, konstruktive Unterstützung der individuellen Lernprozesse, Erkennen von Lernfortschritten und Nutzen dieser Kenntnisse für das weitere unterrichtliche Vorgehen und eine effiziente Klassenführung. Und Sie werden ahnen, aus diesem Quartett raus ist für diese Thematik Lernverlaufsdiagnostik der dritte Punkt der wichtige, der interessante. Es geht eben um dieses Erkennen von Lernfortschritten als einer zentralen Säule guten Unterrichts. Und Sie sehen erstmal groß geschrieben Erkennen von Lernfortschritten, aber eigentlich nicht minder groß ist natürlich der nächste Schritt, den man anschließen sollte und Nutzen dieser Kenntnisse für die weitere unterrichtliche Gestaltung. Und alleine eben dieser Punkt Erkennen von Lernfortschritten, also nicht Erkennen des Lernstandes, sondern Erkennen der Lernfortschritte, das ist etwas, was diagnostisch sicherlich eine Herausforderung ist. Nun, wie man so oft so gerne sagt, erfunden, jetzt mache ich mal gerade hier nochmal meine Uhr an, damit ich auch im Blick habe, dass ich sie nicht zu lange malträtiere. Diese Erkenntnisse, Erkennen von Lernfortschritten und Nutzen dieser Kenntnisse, das ist natürlich keine ganz neue Erfindung. Wenn man in die Literatur reinschaut, dann sieht man einen großen Pionier in der Erziehungswissenschaft und der Psychologie, Benjamin Bloom, in einem Buch, das heißt Some Theoretical Issues Relating to Educational Evaluation. Der hat im Grunde an der Stelle das Programm schon mal skizziert. Er hat gesagt, also was wir machen müssen, vier Schritte, Erfassung des individuellen Lernstands, darauf bezogene Rückmeldung an Lernende und Lehrende, Fördermaßnahmen einleiten und dann Test zur Feststellung von und Dokumentation von Lernfortschritten. Das heißt, eine sehr rationale Art und Weise mit dieser Thematik Begleitung des Lernens und Begleitung von Lernfortschritten umzugehen. Und wenn man es so visualisiert, dann sehen Sie es einfach so eine schlichte Sequenz aus Test, Feedback. Und Feedback genau in dem Sinne, dass man sagt, es geht darum, inhaltlich bezogene Rückmeldung zu geben im Sinne auf den Schüler bezogen eines, was kannst du schon, wo stehst du und was sind nächste Schritte, aber natürlich auch auf die Lehrkraft bezogen, was
bewirkt dein Unterricht, ja? Und an der Stelle dann eben vor so einem Hintergrund Förderplanung anzugehen, Förderung durchzuführen, dann aber eben systematisch in dieser Schleife immer den nächsten Schritt. Und Sie ahnen, das ist etwas, wo, wenn man 1969 Benjamin Bloom anguckt, das Prinzip, das beschrieben ist, erstmal einleuchtend, rational gut nachvollziehbar finden kann, gleichzeitig aber sich natürlich auch Fragen auftun im Sinne von Machbarkeit. Das, was aber nochmal wichtig ist, was dahinter steht, ist in der pädagogischen Diagnostik eine Unterscheidung, die sich von dem absetzt, was man gemeinhin eben im Sinne von Bewertung in der pädagogischen Diagnostik macht. Wichtig ist an der Stelle, das, was Benjamin Bloom skizziert hat, ist zwischen zwei möglichen Ansätzen, summativ, formativ. Der summative ist der, wo am Ende eines Unterrichtsabschnitts eine Beurteilung steht, Diagnostik mit dem Sinn, eben abschließend, zusammenfassend zu beurteilen, wie der Lernstand ist. Und das, was als Alternative jetzt daneben steht, das ist eben eine lernprozessbegleitende Diagnostik, wo es also nicht darauf ankommt, eben am Ende zu sagen, okay, Ziel erreicht, Ziel nicht erreicht oder zu so und so viel Prozent erreicht, sondern einen Lernprozess zu begleiten und diagnostische Informationen zu nutzen, um Lernprozesse gegebenenfalls eben steuern zu können, eingreifen zu können. Und die Idee ist an der Stelle eben formative Diagnostik oder formatives Assessment, Diagnostik zu nutzen, um Unterricht zu optimieren. Das heißt also Diagnostik, dazu ist der da im dienenden Sinne zu verstehen. So. Wie gesagt, die Idee ist alt und die findet sich auch in zahlreichen Lehrbüchern, pädagogische Diagnostik, pädagogisch-psychologische Diagnostik. Sie sehen das, Ihnen kam 85, Tent und Stelze 99 und die Reihe, die könnte man jetzt fortsetzen. Die Idee ist da immer schon formuliert, dass man sagt, genau, ne, wir müssten eigentlich Lernprozesse begleiten. Aber das, was Sie dann in den Lehrbüchern drin finden, ist eigentlich immer die Feststellung, dass man Statusdiagnostik beschreibt und sagt, zu einem Zeitpunkt wird eben ein standardisierter Test durchgeführt. Und zwar diese standardisierten Tests, von denen wir wissen, dass sie psychometrisch gut sind, valide sind. Und das ist das, was wir leisten können. Und das, was man eben dann auch immer wieder in diesen Lehrbüchern drin findet, ist, dass diskutiert wird, dass oder im Grunde festgestellt wird, dass die praktische Machbarkeit von diesem im Grunde rational ganz gut nachvollziehbaren Ansatz eine große Herausforderung, ein Problem oder eine Hürde darstellt, die eben lange Zeit nicht überwunden wurde. Haben wir zumindest gedacht irgendwann ist es so gewesen, dass man doch aufmerksam geworden ist, dass in den USA in der amerikanischen Sonderpädagogik, muss man fairerweise sagen, bezogen gerne eben auch auf Einzelfallförderung, durchaus genau dieses Konzept aber schon realisiert wurde. Stan Dino ist da ein Wegbereiter gewesen und Stan Dino hat das sogenannte Curriculum-Based Measurement entwickelt Anfang der 80er Jahre und an der Stelle, wie gesagt, Sonderpädagogik, Einzelfallförderung, ist er hingegangen und hat Testreihen entwickelt, mit denen man eben genau in diesem Sinne eben eine Begleitung von Lernprozessen geleistet hat. Das, was an der Stelle immer wieder formuliert wurde, waren als Prinzipien für diese Lernverlaufsdiagnostik, sie sollten kurz sein, leicht durchzuführen, eindeutig zu interpretieren, präzise und aussagekräftig. Mit anderen Worten, es ist so, dass Stan Dino im Prinzip so ein bisschen was wie diese Quadratur des Kreises beschreibt, also eine sehr einfache, die nennen das dann immer simple, ja, simple approach, also es soll eben nicht simpel, sondern eben einfach durchzuführen, praktikabel soll es sein, aber gleichzeitig diagnostisch aussagekräftig. So, und in diesem Spannungsfeld Dino und Mitarbeiter insbesondere Tests entwickelt, wo die einfach gesagt haben, wir lassen Schüler mal eine Minute laut lesen und schauen, wie schnell
im Grunde, wie groß die Lesegeschwindigkeit ist, und sagt, das ist ein zentraler Indikator. Und tatsächlich ist es so. Es ist ein zentraler Indikator, der ist extrem prädiktiv für Leseleistungen. Und in dem, auf diese Weise ist es da gelungen, dass sie eben mit einfachen Indikatoren wie eben Kopfrechnen, lautes Vorlesen, Maße entwickelt haben, die eben präzise sind, aussagekräftig und gleichzeitig leicht durchzuführen. Das, was man an der Stelle aber immer auch merkt, wenn man in dieser Tradition, die tatsächlich in den USA auch zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist, wenn man in dieser Tradition guckt, gibt es immer einen relativ starken Fokus eben auf diese Frage von Machbarkeit und Praktikabilität. So, wenn man jetzt eben dieses Thema Lernverlaufsdiagnostik anschaut und in dieser Tradition eben auch wie Dino die vorbereitet hat schaut, dann sind Anforderungen an Lernverlaufsdiagnostik eben, wie gesagt, relativ breit. Auf der einen Seite wünschen wir uns Verfahren mit einem hohen Standard psychometrischer Güte. Und da ist es so, dass über klassische Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität, Validität hinaus diese Testverfahren auch noch sensitiv für Veränderung sein müssen. Und damit man eben Lernverläufe und Lernzuwächse abbilden kann, brauchen wir eben auch über die Strecke hinweg parallele Tests. Und gleichzeitig eben Einfachheit und Praxistauglichkeit. Das, was man auch benötigt oder sich wünscht, ist natürlich ein unmittelbares Feedback, sowohl an Lehrende als auch an Lernende. Sie sehen, der Katalog der Anforderungen wächst. Und es sollte eine ökonomische Durchführung und Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse geleistet sein. So, und an der Stelle, ahnen Sie, kommt jetzt natürlich eben die Digitalisierung ins Spiel, weil an der Stelle ist es genau so, dass das, wenn man sich das vorstellt für den Regelschulkontext, und das war das, also was uns, also die Idee, haben wir vor 12 Jahren interessant und bestechend gefunden, gleichzeitig überlegt, naja, das wäre doch eigentlich toll, wenn man es in den Regelschulalltag reinbringen könnte und an der Stelle eben auch in Klassenstärken von 25 so etwas anwenden, aber natürlich ist es dann auch völlig unrealistisch, wenn man überlegt, da gibt es Tests und die werden von Hand ausgewertet. Das, was erwünscht ist, Lernverlaufsdiagnostik, sind eben diagnostische Informationen, die Lernprozesse unterstützen, anhand derer also Förderentscheidungen getroffen werden können. Diagnostische Informationen, die eine Überprüfung von Lernangeboten ermöglichen. Das heißt, primärer Adressat dieser diagnostischen Information bei der Lernverlaufsdiagnostik ist die Lehrkraft. So viel erstmal zur Einordnung dieses Themas Lernverlaufsdiagnostik. Das, was ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte, ist in 3 Schritten eine konkrete Realisierung, die sich dann eben, wie gesagt, über die letzten 12 Jahre hinweg entwickelt hat. Das ist Lernverlaufsdiagnostik mit QOP. Und das ist, das möchte ich dazu sagen, eben eine Möglichkeit, dieses Prinzip. Also aus dem Grund habe ich jetzt bei dem Prinzip auch so die ersten 10 Minuten verbracht. Es ist eine Möglichkeit, dieses Prinzip umzusetzen. Natürlich gäbe es auch andere, aber das ist eben das, was wir können, das, was ich Ihnen vorstellen kann. Das, was wir dazu gemacht haben, und ich glaube, das ist in Deutschland in der Lernverlaufsdiagnostik dann doch an anderen Stellen oder mit anderen Konzepten noch nicht zu finden. Das ist ein relativ breites Forschungsprogramm. Aus dem Forschungsprogramm möchte ich Ihnen eben Ergebnisse vorstellen. Kurz zur psychometrischen Güte, zur Modellierung der Verläufe, zur Wirksamkeit des Ansatzes, zu Praktikabilität, Akzeptanz und auch zur Interpretation von Lernverläufen. Und dann das greift dann letztlich den Punkt auf, den ich anfangs genannt hatte, Erkennen von Lernfortschritten und Nutzung dieser Erkenntnisse zur Unterrichtsgestaltung, wo wir auch einen Schritt versucht haben, hin zu einer diagnosebasierten Leseförderung. Das möchte ich Ihnen auch gerne vorstellen. So, und dann soll der Kreis sich wieder schließen hin zu dieser Thematik Bildung und Digitalisierung, jetzt eben am Beispiel computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik. Konkrete Entscheidungen zur Lernverlaufsdiagnostik mit QOP, die wir getroffen haben, sehen folgendermaßen aus. Es ist so, dass wir diese Idee
umgesetzt haben mit dem internetbasierten System QoP. QoP heißt übrigens gar nichts. Es ist ein reines Kunstwort. Also wenn Sie jetzt gerätselt haben, was mag das wohl? Und Q heißt irgendwie was mit Qualität. Nee, es ist ein reines Kunstwort. Und hat irgendjemand eben auf der Suche nach der Bedeutung von QoP mal darauf hingewiesen, weil wir gesagt, nee, es ist ein Kunstwort. Ich habe schon mal irgendwo gesessen und da hat mich nach einer halben Stunde jemand gefragt, ich grübel schon die ganze Zeit danach, was bedeutet das wohl? Da hat uns jemand mal gesagt, in Ulysses, da steht irgendwo der Satz drin, his heart quopped gently. Also irgendwo taucht sowas tatsächlich in der Literatur auf, aber bitte, das war's. Na, also Lernverlaufsdiagnostik mit QoP, ein internetbasiertes System und die Entscheidung eben, das Internet basiert zu machen, ist eine, die letztlich eben dazu führt, dass es unabhängig ist von Programmen und Betriebssystemen und auf diese Weise eben die Pflege einer Software eben auch an anderer Stelle geleistet wird und die Hoffnung damit verbunden ist, dass das eben eine Entlastung und eine Praktikabilität auch mit sich bringt. Entscheidungen, die wir getroffen haben. Es gibt, und das war mehr auch das amerikanische Vorbild, Lernverlaufsdiagnostik, wo man ungefähr im wöchentlichen Rhythmus Tests durchführt. Regelschulkontext undenkbar. Bei 3 Wochen sind wir gelandet und glauben, dass das ein passender Kompromiss ist, so dass man eben Lernverläufe beschreiben kann, Möglichkeiten hat, eben Entscheidungen zu treffen und zu reagieren. Und dass wir auf diese Weise eben etwas mehr als, ja, wenn man einen jährlichen Rhythmus oder einen halbjährlichen Rhythmus einhalten würde, mehr zur Verfügung stellen. Das, was entwickelt wurde, sind Paralleltestreihen. Und auch das ist etwas, wo man sich an den Gedanken gewöhnen muss. Es sind Paralleltestreihen. Ein Test so schwer wie der andere. Was bedeutet, dass wenn man sich an curricularen Zielen des Schuljahresendes orientiert, dass am Anfang die Tests für die Schüler typischerweise ein wenig schwer sind. Wenn man das kommuniziert, dann funktioniert es, weil das ganze System ist eben darauf ausgelegt, eben zu erfahren, wie ein Zuwachs stattfindet. Also zu sehen, ich werde besser, ich lerne was dazu. Testdauer 10 bis 15 Minuten, Testinhalte, Orientierung an Kompetenzen und Bildungsstandards und jetzt eben auch mit dem Zusatz, so gut man das eben in 10 bis 15 Minuten machen kann. Adressaten sollten alle Schülerinnen und Schüler sein, einfach eben, wie gesagt, mit dem Anspruch, dass im Sinne einer individuellen oder einer individualisierten Förderung im Grunde das Potenzial jeden Schülers und jeder Schülerin gesehen werden sollte. Da zeige ich Ihnen gleich auch noch was dazu. So, und das, was so ein System eben leistet, automatisierte Auswertung und Dokumentation. Das sind Entscheidungen, wie gesagt, die kann man so oder die kann man anders treffen. Wir haben die jetzt bei diesem System so getroffen. Das, was vorliegt, sind Testreihen für die Klassenstufen 1 bis 6. Lesen und Mathematik. Inhalte. Hier einfach mal so kurz im Überblick. Lesen sehen Sie Klasse 1 auf der Ebene von Lauten, Wörtern und Sätzen. Und dann steigert sich Wörter, Sätze, Texte. Leseflüssigkeit und Leseverständnis in den Klassen 3 und 4. Und Mathematik sind Basiskompetenzen wie eben Zahlbegriff oder Zahlverständnis, Mengenbegriff. Und dann eben curriculare Kompetenzen, wo dann eben abhängig vom Zahlenraum, der gerade beherrscht wird, dann eben auch arithmetische Fähigkeiten da sind. Da kommen dann eben Dinge wie eben Umgang mit Einheiten beispielsweise dazu, wenn man dann über die Klassenstufen sich bewegt. Fürs Lesen, um Ihnen ein Beispiel einfach mal zu zeigen, fürs Lesen sieht es so aus, beim Testkonzept Lesen, das müssen Sie nicht lesen können, sondern es ist einfach nur so der Umfang eines Textes, der den Schülerinnen und Schülern präsentiert wird. Jedes 7. Wort ist eine Lücke, es muss eine Entscheidung getroffen werden aus 3 Wörtern, welches ist richtig, so arbeiten sich die Kinder eben durch den Text durch und auf diese Weise wird mit diesem Lückentextformat die Lesegeschwindigkeit ermittelt und über diese Lücken dann eben auch die Lesegenauigkeit und dann kommt in der 2. Runde zu dem gleichen Text noch einmal Verständnis
Verständnisfragen. Diese Verständnisfragen sind entweder Fragen zum textimmanenten Verständnis, das heißt, da geht es um Dinge, die im Text 1:1 auch so zu finden sind, und um schlussfolgernde Verständnisfragen, also auf einem höheren Level des Leseverständnisses. Und in dem Sinne haben wir versucht, eben eine minimale Differenzierung an Inhalten zu relevanten Aspekten des Lesens in diese 10 bis 15 Minuten Tests reinzubringen. Die sind parallel eben in dem Sinne, wie bei jedem Mal bekommen die Schülerinnen und Schüler einen neuen Text präsentiert. Neue Fragen natürlich, aber vom Grundaufbau sind die absolut eben, so gut uns das gelungen ist, eben identisch gehalten. Die sind gleich lang, die sind von der Struktur her gleich aufgebaut. Und bei den Fragen ist es dann eben auch so, dass auch da eben über die Texte hinweg wir versucht haben, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Mathematik, auch da ein paar Aufgaben aus dem Beispiel Mathematiktest zweite Klasse, wo es eben auch darum geht, dass basale Kompetenzen im Hinblick auf den Zahlbegriff, aber eben auch einfache Rechenfähigkeiten, Rechnen mit Einheiten, solche Dinge eben abgefragt werden. Wenn die Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben bearbeitet haben, wie gesagt, werden die automatisch ausgewertet, und das bedeutet dann in dem Lehrermenü sehen Lehrkräfte dann eben, wie die Entwicklungsverläufe eines einzelnen Schülers oder der ganzen Klasse sind. Und Sie sehen das auch hier, nur das ist jetzt praktisch über das Schuljahr hinweg, wenn 7 Tests absolviert werden und der 8. Test eben gerade ansteht, was Sie auch sehen, die Dinge, die sind eben für alle außer der Lehrkraft selber anonymisiert. Das heißt, die Daten sind so kodiert, dass wir, der Universität, an allen Stellen eben immer nur Schülercodes sehen und Klarnamen eben nur für die Lehrkraft zu sehen sind. Ganz praktisch im Verlauf über ein Schuljahr sieht die Geschichte so aus, dass ab den Herbstferien eben diese 3 Wochen Zeitfenster für diese jeweiligen Tests genutzt werden. Sie sehen typischerweise vor Weihnachten 2, dann in der Zeit zwischen Weihnachten und Osterferien 3 und dann nochmal 3 vor den Sommerferien. Das ist ein typischer Ablauf. Meistens ist auch hier und da noch so ein kleiner Zeitpuffer drin. Aber es ist so, dass es sich insgesamt als recht praktikabel erwiesen hat. Durchführung in Abhängigkeit davon, wie die Ausstattung an Schulen ist, variiert es im Rahmen von Freiarbeitsphasen, Wochenplan. Manche Schulen haben Computerpools. Da ist relativ viel Varianz in der Praxis zu finden. Die Nutzung hat eine ganze Reihe von unterschiedlichen Facetten. Auf der einen Seite ist es so, dass einige Lehrer das eben explizit nutzen zur Planung eigenen Unterrichts, insgesamt auf die Klasse bezogen, zur Planung individueller Fördermaßnahmen. Es ist relativ häufig, dass die Ergebnisse in Elterngespräche reingenommen werden und zunehmend auch als Basis für Schülergespräche herangezogen werden. Kommen wir aber gleich nochmal hin. Das, was ich Ihnen jetzt gerne, nachdem das System kurz vorgestellt ist, präsentieren möchte, sind Forschungsergebnisse. Bei den Forschungsergebnissen haben wir 5 verschiedene Oberthemen, die ich gerne adressieren möchte. 3 davon sind in der Tradition des Curriculum-Based Measurement, also dieses Ansatzes von Standino, etwas, wo häufig schon darauf hingewiesen wurde. Psychometrische Güte, also sind die Tests tatsächlich psychometrisch aussagekräftig? Modellierung der Verläufe, wie sehen die überhaupt aus, die Verläufe, die Lernverläufe von Schülerinnen und Schülern über ein Schuljahr? Wirksamkeit, bringt es was, wenn man so ein System einsetzt? Und wir haben noch 2 Fragestellungen ergänzt, wie praktikabel ist es und wie sieht die Interpretation von Lernverläufen von Seiten von Lehrkräften aus? Erster Punkt, psychometrische Güte, da halte ich mich relativ kurz und fasse einfach summarisch zusammen, was wir über die Testreihen, die wir einsetzen, gelernt haben.
Insgesamt ist es so, dass man sagen kann, die sind, diese Tests sind reliabel, sind valide. Da ist es so, dass wenn man mal eben hinschaut, hohe interne Konsistenzen, hohe Korrelationen zwischen den Messungen, das spricht dafür, dass sie messgenau sind. Es ist so, dass die Paralleltests gleiche Schwierigkeiten haben. Auch das haben wir in einer Reihe von Testreihen geprüft, dass man tatsächlich eben erstmal sagen kann, egal welcher Test aus der Testreihe bearbeitet wird, gleich schwer sind die erstmal. Validität, wir haben beispielsweise geschaut, wie hoch ist die Übereinstimmung zu anderen Testverfahren, auch zeitlich aufwendigeren Testverfahren, die eingesetzt werden, und finden da beispielsweise eben eine prädiktive Validität Quop-Tests, hoppla, da muss man grad, Quop-Tests in der zweiten Klasse sagen relativ gut Mathematikleistungen Ende der dritten Klasse gemessen mit einem anderen Verfahren voraus. Also auch an der Stelle scheint die inhaltliche Aussagekraft gesichert zu sein. Und Testreihen sind sensitive Veränderungen. Da sehen wir eben auch, dass von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt tatsächlich mit den Testverfahren Zuwächse abgebildet werden können. Das einfach so erstmal zusammenfassend zu diesem eher technischen Kapitel. Das, was wir uns dann angeschaut haben, das war die Frage, wie sehen denn eigentlich die Lernleistung von Kindern über ein Schuljahr hinweg aus? Ist es so, dass mehr oder weniger, ich meine, was für uns auch natürlich völlig klar, weil wir sprechen alle über Heterogenität und wachsende Heterogenität, das heißt, dass die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern unterschiedlich sind, das ist klar, ne, da muss man gar nicht groß drüber sprechen, aber was wir uns eben gefragt haben ist, wie sieht das denn eigentlich aus? Also entwickeln sich die Lernleistungen auf diesen unterschiedlichen Niveaus mehr oder weniger parallel im Gleichflug? Oder nähern die sich an? Also es gab in den 80er Jahren so Tendenz, Andreas Helmke hatte da immer den Begriff geprägt, der Idealklassen. Da war die Idee, Klassen, die insgesamt einen hohen Leistungsanstieg über die Zeit haben, aber die niedrigeren Leistungs- oder die Schüler mit niedrigen Leistungen, die holen auf. Optimalklassen. Sieht es so aus? So, und das, was wir gemacht haben, das ist einfach ein statistisches Verfahren, ist die individuellen Lernverläufe quasi in den Topf geschmissen und dann geschaut, gibt es Typen? Typen im Hinblick auf Niveau und Entwicklung. Das, was sich zeigt, das illustriere ich Ihnen jetzt erstmal am Beispiel Mathematik erste Klasse. Das, was wir gefunden haben, Mathematikleistungen erste Klasse, wie entwickeln die sich so über diese 7 Messzeitpunkte, sieht folgendermaßen aus. Wir haben tatsächlich eben 5 Typen gefunden. Ja. Und diese 5 Typen unterscheiden sich, wie man erwarten würde, im Hinblick auf das Niveau, das Leistungsniveau. Ne? Die Leistungsstarken, die Leistungsschwächeren. Soweit ist das so, wie man es erwarten würde. Das, was wir aber auch sehen, und das ist jetzt vielleicht, wenn man diese 3 Typen mal einfach nimmt, die starten an einem relativ vergleichbaren Niveau, aber die Entwicklung ist deutlich unterschiedlich. Das heißt, wenn wir über Heterogenität sprechen, dann sind wir in der komplizierten oder herausfordernden Lage, dass wir eben nicht nur eine Heterogenität auf das Bezug auf das Leistungsniveau haben, sondern eben auch im Hinblick auf die Leistungsentwicklung. So, und dramatisch ist natürlich diese Gruppe. Das ist die, die übrigens in den PISA-Studien in der Größenordnung bei den 15-Jährigen von rund 25-30% der Schüler verortet wird, also wo sich über ein Schuljahr hinweg mal gerade gar nichts tut. So groß ist die Gruppe bei uns nicht, aber auch da, ne, das ist erste Klasse Mathematik und die sind ein Jahr in der Klasse und da tut sich praktisch nichts. Und aus dem Grund, glaube ich, ist es eben ausgesprochen wichtig, eben nicht nur diesen Blick aufs Niveau zu haben, sondern tatsächlich eben auf die Verläufe. Und Sie sehen eben auch hier, das ist natürlich der Traum, ne? Deutlicher Leistungsanstieg, angefangen von einem relativ niedrigen Niveau. Und an der Stelle eben genau diese Begleitung zu haben, dieses Monitoring, diese Rückmeldung, die uns eben Hinweise darauf geben können, wo eben Unterstützung oder Hilfen oder Anpassung von Unterrichtsmaßnahmen nötig sein könnten. Wir haben das Gleiche nochmal in der Stichprobe von Zweitklässlern gemacht. Da ist das Bild auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter. Sie sehen auch, ne, also hier haben wir das modelliert und rausgefunden,
für die Erstklässler waren lineare Verläufe mathematisch eben die richtige Abbildung. So. Bei den Zweitklässlern, bei diesen Verläufen, war es so, dass das eben eine sogenannte freie Modellierung der Verläufe die Daten besser zusammengefasst hat. Wenn man sich kurz an den Farben orientiert, dann sehen Sie eben die roten. Das sind die Verläufe, die man sich wünschen würde. Ne? Deutliche, hohe Anstiege über die Zeitleistungsanstiege. Die Grautöne, das ist mehr so der Durchschnitt. Und dann sehen Sie hier eben bei den Blautönen, auch hier zweite Klasse. Wir haben das, was wir immer befürchten, eben die Kinder auf einem niedrigen Leistungsniveau, die an der Stelle eben auch abgehängt sind von dem, was sie an Angebot offensichtlich bekommen. Das, was Sie in dem Muster aber auch sehen, ist, dass das nicht nur auf niedrigen Leistungsniveaus passiert, sondern wir haben das auf einem durchaus hohen Ausgangsniveau. Und das ist natürlich diagnostisch noch mal herausfordernder und schwieriger, solche Kinder zu erkennen. Also, weil im Grunde würden die im Sinne von einer Leistung gar nicht so sehr auffallen, in dem Sinne, dass man sagt, oh, ne, da hat aber jemand ein relativ niedriges Leistungsniveau. Die sind auf einem stabil, durchaus anständigen Leistungsniveau, ja? Aber die stagnieren. Ja? Und wenn man das nicht sieht, dann bleiben da natürlich Potenziale, die brach liegen. Am Ende. Ja, oder wenn, also wenn es ums Verständnis geht, was wir da gemacht haben, dann also sonst. Ja. Ja. Nee, Sie interpretieren die Prozentzahlen genau richtig. Ehrlicherweise sind das Dinge, die wir erstmal auch nur so beschreiben. Ich glaube, dass mehr möglich ist. Also von daher, die Prozentzahlen interpretieren Sie völlig richtig. So sind diese, das sind sogenannte latente Klassen. Also von daher, das sind auch keine Schulklassen, sage ich gleich nochmal was zu, sondern das sind sogenannte latente Klassen, das sind Gruppen, das sind Typen. So, und die finden wir erstmal so im Datenmuster. Meine Überzeugung ist an der Stelle, dass wir durch eine gezielte Arbeit mit solchen Informationen, ne, also wenn wir solche Verläufe haben und an solchen Stellen eben einfach beispielsweise nach den Weihnachtsferien mal gezielt innehalten und sagen, was kann man denn machen, dass man über die 25% durchaus rauskommen kann. Ja. Aber das ist erstmal nur, ist einfach erstmal eine Bestandsaufnahme, von der ich nur glaube, dass sie ein wichtiges Argument dafür ist, diesen Aufwand einer Lernverlaufsdiagnostik eben auch zu treiben. Weil man sieht an der Stelle eben etwas, was über so eine einmalige Bestandsaufnahme hinausgeht. Das, was wir uns noch gefragt haben an der Stelle ist, wie sieht es denn eigentlich aus mit Schulklassen? Also ist es vielleicht so, dass wir hier eben ein paar grandios erfolgreiche, tolle Lehrer haben, auf die genau das zurückzuführen ist. Und wir haben dann eben einfach mal geguckt pro Schulklasse, welche Muster finden wir denn in einer Schulklasse? Das, was Sie jetzt hier auf diesem bunten Bild letztlich sehen, ist nichts anderes als eben pro Schulklasse geguckt, welche Typen finden sich zu welchen Anteilen da drin. Und indem Sie sehen, dass das wahnsinnig bunt ist, sehen Sie, in einer Schulklasse finden sich im Schnitt 6 verschiedene Verlaufstypen. Also es ist nicht so, dass, also wir haben uns gefragt, gibt es denn eben einfach Lehrkräfte, die sehr erfolgreich sind oder die weniger erfolgreich sind, bei denen sich diese Typen knubbeln? Nö, wir finden typischerweise eben für eine Schulklasse, dass eben mehrere Muster da drin zu finden sind. So, das war die Modellierung der Verläufe. Das, was wir als drittes gefragt haben, ist, naja, und was bewirkt denn jetzt eben Lernverlaufsdiagnostik, computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik, wenn sie in den Klassen drin ist? Das Studiendesign, was wir da angewandt haben, ist das folgende. Frage nach der Wirksamkeit, Psychologen, fangen wir immer an, Kontrollgruppe. Kontrollgruppe, Experimentalgruppe. Kontrollgruppe sah folgendermaßen aus, also das ist jetzt einfach das Design einer Studie, sehen Sie hier mit vierten Klassen, 900 Kinder. Da war das so, es gab einen Prätest am Anfang des Schuljahres und dann haben wir in der Kontrollgruppe die Ergebnisse aus diesem Test, so schnell wir das konnten, zurückgemeldet. Also den Lehrkräften eine Liste gegeben und gesagt, okay, Kevin und Paul und Lea und
folgende Leseleistungen. Also das heißt, eine diagnostische Information haben die Lehrkräfte in den Kontrollklassen gehabt zu jedem einzelnen Schüler. Das, was eben in dieser Bedingung Lernverlaufsdiagnostik dazu kam, das waren eben diese 8 Paralleltests, die die Verläufe abgebildet haben. Und am Ende des Schuljahres gab es dann einfach nochmal den gleichen Test, Lesetests, Lesemotivationsfragebögen, solche Dinge. Und wir haben mehrere Studien durchgeführt, bei denen wir noch eine dritte Bedingung durchgeführt haben. Hier war das beispielsweise eine Studie, bei der haben wir Lernverlaufsdiagnostik gemacht, eben wie hier auch, nur eben zusätzlich versucht, bei den Schülern noch so eine individuelle Zielsetzung zu etablieren. Können wir aber drüber hinweggehen. Ich sage Ihnen gleich auch, warum. Das Ergebnis, was wir über 3 Studien hinweg gefunden haben, und Sie sehen eben auch 2 mit recht großen Stichproben, eine mit einer etwas kleineren. Das Ergebnis ist durchgehend das gewesen, dass wir etwas höhere Leistungszuwächse haben in den Klassen, in denen QOP angewandt wurde. Die Effektstärken sind nicht gigantisch, aber reliabel und repliziert liegen in der Größenordnung von 0,25. Und wo ich gerade gesagt habe, die dritte Bedingung, die wir immer schon mal eingeführt haben, die Modifizierung, die wir versucht haben, beispielsweise in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wenn die Schüler sich individuelle Ziele setzen, dann könnte das vielleicht den Effekt nochmal steigern, hat sich nicht gezeigt. Eher im Gegenteil. Das war aber auch verbunden damit, dass die Lehrkräfte uns dann gesagt haben, naja, wir haben ja gedacht, die Schüler, die sind jetzt durch ihre Zielsetzung, die sie sich selber geben, eben die Akteure, und wir haben uns dann ein bisschen zurückgezogen. So sammelt man eben dann seine Erfahrungen. Aber wie gesagt, das, was wir über alle Studien hinweg gefunden haben, das ist, dass bereits die Kenntnis individueller Lernverläufe zu höheren Lernzuwächsen führt. Und bitte, das ist jetzt nichts, also da ist keine Magie dahinter. Das ist nicht dadurch, dass die Schüler eben jetzt diese Tests machen. Stellen Sie sich mal vor, das wäre ein Wunder, ne? Man macht 8-mal im Schuljahr einen 10-minütigen Test und die Schüler werden schlauer. Das passiert natürlich nicht, sondern es sind die Lehrkräfte, die darauf reagiert haben und mit diesen diagnostischen Informationen gearbeitet haben. Wir haben dazu auch Interviews geführt im Rahmen von mehreren Qualifikationsarbeiten. Und das, was die Lehrkräfte uns da berichtet haben, ist, das Spektrum war ungeheuer breit. Also einige haben tatsächlich gesagt, naja, ich habe die Tests nur so gemacht. Andere haben eben gesagt, ich habe mit den Leistungsstarken gearbeitet. Andere haben eben Förderentscheidungen getroffen, zusätzliche Förderangebote gemacht. Aber die Art und Weise, wie darauf reagiert wurde, war eben tatsächlich sehr vielfältig. So, ja? Die Schüler hatten keine Ergebnisse. Doch, doch. Die Schüler haben die auch gesehen. Die Schüler haben die Ergebnisse auch gesehen. Die Schüler haben etwas reduziertere Ergebnisse im Vergleich zu der differenzierten Ansicht, die die Lehrkräfte hatten. Es gibt für diese Frage, wirken die Tests von alleine, ein paar Studien, wenn man mit den Kollegen aus den USA, die das seit vielen Jahren machen, spricht, dann sagen die, ja, wir haben auch schon Studien gemacht, bei denen die Lehrer die Informationen nicht hatten. Also ganz umgekehrt zu dem, was Sie gerade gefragt haben, ne? Also wo man sagt, die Schüler kriegen die Rückmeldung, aber die Lehrer nicht. Gesagt, haben sich denn Lehrer darauf eingelassen? Und er sagt, ja, damals ja, mittlerweile undenkbar, aber das sind so Studien, da ist auch meines Wissens keine einzige publiziert von, die erzählen das nur so anekdotisch, aber anekdotisch erzählen die einem dann immer, nee, wenn die Lehrkräfte keine Informationen hat, dann gibt es auch keinen Effekt. Ja. Ja. Das ist der Durchschnittswert, das heißt, dass die Lehrerinnen drin, die nicht damit weiterarbeiten mit der Information, die individuelle Förderung, aber auch die ganz viele. Nee, die Effektstärke ist nicht hoch. Gleichzeitig ist es eine, also weil die eben gerade eben in diesen großen Studien repliziert ist. Wir haben manchmal eben Klassen, saß Ihnen auch gleich nochmal bei einer anderen Studie, wo die Effekte bei leistungsschwächeren Schülern etwas höher sind. Also hier die erste, die haben wir, sehen Sie auch, empirische Sonderpädagogik. Da sind wir hingegangen und haben mal nur die 6 leistungsschwächsten Schüler analysiert. Da waren die Effektstärken bei 0,5. Aber hier bei den Studien sind wir stabil über 0,2 bei den Effektstärken, was nicht gigantisch ist, was aber in dem Sinne, dass man sagt, macht es einen Unterschied oder nicht, meines Erachtens durchaus an den Punkt kommen, wo man sagen kann, das ist pädagogisch relevant. An der Stelle
könnte man jetzt eben eine Diskussion über diese Effektstärken und das, was Hattie an der Stelle losgetreten hat, führen. Da ist es so, dass man irgendwie so als Benchmark immer 0,4 hört. Ne? Also 0,4 von alleine. Wobei an der Stelle total wichtig ist zu schauen, was sind es eigentlich für Studien, die bei Hattie eingehen. Da sind viele experimentelle Arbeiten, viele sehr, sehr kontrollierte Studien, Feldstudien dabei. Wenn man mal schaut, Robert Slavin, das ist so einer, der in der Leseförderung Best Evidence Synthesis gemacht hat, also Zusammenfassung dessen, was im Feld passiert und was im Feld wirksam ist, dann sehen Sie da, man kommt in der Adjustierung dahin, dass in Amerika Leseprogramme, die als wirksam gelten, eben auch genau auf dieser Größenordnung von 0,2 liegen. Also das heißt, in der schulischen Praxis 0,2, das ist, wenn man die Art der Forschung anpasst und eben das, was im Labor stattfindet, einfach mal rausnimmt. Das, was, und das haben Sie gerade auch gesehen, die Frage ist, was macht die Kontrollgruppe? Ja? Wir haben Forschung, wo eine Kontrollgruppe nichts macht. Das kennen Sie unter dem Begriff Wartekontrollgruppe oder eine unbeschäftigte Kontrollgruppe. So, wenn ich eben beispielsweise ein Strategietraining habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Kontrollgruppe, die nichts macht, kann ich hohe Effekte erwarten. Das, was wir haben, ist im Grunde ja ein Jahr lang Leseunterricht, bei dem in den Kontrollgruppen genau das gemacht wird, was gemacht werden soll, also Leseunterricht. Wir haben denen statusdiagnostische Informationen gegeben. Das heißt, die Variation ist ja tatsächlich, im Grunde arbeiten alle auf das gleiche Ziel hin, nämlich Leseverbesserung. Nur die einen, die kriegen eben Lernverlaufsdiagnostik dazu. Und das ist das, was eben im Vergleich mit diesen Arbeiten, die bei Hattie alle so wunderbar zusammengefasst sind, den Maßstab verschiebt. Und an der Stelle, das wird relativ wenig eben in den Vordergrund gebracht, ähnlich intensiv, wie gesagt, in der Zusammenfassung von Forschungsresultaten ist die Arbeitsgruppe um Slavin, wenn es um schulinterne Maßnahmen geht. Und an der Stelle liegt die Benchmark, wie gesagt, auf einem deutlich niedrigeren Level, einfach weil der Vergleichsmaßstab ein anderer ist. Und da sind Effektstärken von 0,2 das, was wir in der schulischen Praxis typischerweise finden. Slavin hat jetzt gerade nochmal so eine Arbeit gemacht, da sind, ich glaube, 700 Studien vergleichend zusammengefasst. Das, was man da findet, die großen Effekte, dann, wenn die Stichproben 100 Schüler in der Studie sind, 200 und dann geht es rapide runter. Das heißt, in Studien in den Größenordnungen finden wir in der schulischen Praxis extrem selten so hohe Effekte. Dennoch, ne, also es ist völlig richtig, da werden von den Effekten her keine Bäume ausgerissen, aber es ist so, dass es meines Erachtens pädagogisch relevant und im Vergleich zu dem, was wir im Lesefeld finden, ausgesprochen nennenswert ist. Ja. So. Zwei Fragen, die ich ganz kurz noch streifen möchte. Ja, das mache ich kurz. Praktikabilität und Akzeptanz, Interpretation von Lernverläufen. Wir haben Lehrkräfte eben zum einen gefragt, wie sie mit dem System arbeiten. Wir haben aber auch geschaut, wie das ist, ob eben diese Testreihen von allen Schülern absolviert werden oder ob abgebrochen wird. Das, was wir bisher finden, ist bei den objektiven Daten, dass die kompletten 8 Tests über das Schuljahr hinweg von 85% ungefähr aller Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. No, das heißt, bei den anderen 15, da sind natürlich auch die dabei, die eben kurz vor Weihnachten Grippe hatten und deswegen einen Testzeitpunkt verpasst haben oder solche Dinge. Also insgesamt von der objektiven Bearbeitung zeigt sich, dass das ganz gut funktioniert. In der Befragung, und Sie sehen, ich habe hier mal auch noch meine alte, da waren noch 2 Wochen, wir haben das eben hochgesetzt. Insgesamt wurde diese Bearbeitung als realistisch angesehen. Die diagnostische Information, also Frage beispielsweise, diagnostische Information war hilfreich, um leistungsschwache Schüler identifizieren zu können. Da gibt es auch überwiegende Zustimmung. Das, wo wir so im Mittelfeld liegen und wo eben auch deutlich wird, das ist eine Herausforderung, das ist eben im Grunde das, woran wir arbeiten müssen. Das ist eben genau dieser Aspekt. Ich habe anhand der Ergebnisse gezielt Fördermaßnahmen geplant. Und das ist so, dass da ungefähr die Hälfte der Lehrerschaft sagt, jo, mache ich, und die andere Hälfte eben eher sagt, nö,
diagnostische Information war wichtig für mich, aber wirklich damit gearbeitet habe ich nicht. Zu Praktikabilität, Akzeptanz ist es so, aktuell ist es so, dass mehr als 1500 Lehrkräfte mit QoP arbeiten. Da stecken dann eben 30.000 Schülerinnen und Schüler dahinter. An der Stelle eben auch ein großes Dankeschön an insbesondere Lehrerschaft aus Hessen. Ich weiß gar nicht, wie viele von Ihnen arbeiten möglicherweise mit QoP. Ist nicht mal dabei? Nee? Aber Frau Krug ist da. Die hat hier in Hessen über das Hessische Kultusministerium das möglich gemacht, dass das QoP tatsächlich eben genutzt wird und begleitet das eben auch mit entsprechend Fortbildung. Von daher ganz herzlichen Dank an Sie und Ihr Team. Zur Interpretation von Lernverläufen haben wir auch eine Studie gemacht. Da haben wir gefragt, wie gut es Lehrkräften gelingt, die Lernverlaufsgraphen zu interpretieren. Dazu haben wir zum einen einen Test entwickelt, wie gut gelingt es, solche Verlaufsgraphen zu lesen. Für Sie, so laufen die. Und wir haben Interviews geführt, indem wir eben solche Lernverlaufsgraphen vorgelegt haben und gebeten haben, zu beschreiben und zu sagen, was für Konsequenzen man daraus wohl ziehen würde. Das, was wir als im Grunde stärksten Eindruck haben, erstmal, also der erste Eindruck, naja, das haben Sie eben gesehen. So eine Lernverlaufskurve, ob die steigt, ob die Zacken hat oder sowas, das ist erstmal relativ gut und intuitiv erfassbar. Das, was wir aber auch gesehen haben, ist, dass eine zentrale Schwierigkeit darin lag, dass die Beschreibung der Lernverläufe allzu schnell in eine Bewertung überging. Das heißt, Lehrkräfte, die diese Lernverlaufsgraphen gesehen haben, haben sich immer, und zwar tatsächlich alle, in den Interviews nochmal rückversichert und relativ schnell gefragt, das ist jetzt ein Viererschüler, oder? Also ganz schnell eben so dieses gewohnte Schema der Bewertung von Schülern und auch bei der Bewertung von Schülern in Noten genommen. Und an der Stelle nochmal, ich hatte ganz am Anfang diese Gegenüberstellung genommen, formative und summative Diagnostik. Und dieses System, ich nutze Diagnostik, um eben zu sehen, wo stehen Schülerinnen und Schüler, wie entwickeln sich deren Leistungen. Das ist etwas, was wir in den Interviews eben spontan kaum gesehen haben. Das heißt, dieses Konzept diagnostische Information als Grundlage zur Planung von Förderangeboten zu machen, hat sich nicht wirklich als eine etablierte Routine erwiesen. Und das ist etwas, wo es auch eine Arbeitsgruppe gibt in den Niederlanden, Adri Fischer, die auch mit ähnlichen Systemen arbeiten. Da ist es so, dass die auch zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen. Und die sagen eben auch so, Lernverlaufsdiagnostik, das Lesen erstmal von diesen Informationen, das funktioniert soweit eben auch gut. Aber die Übersetzung diagnostischer Information in unterrichtliches Handeln, also dieses, auf Neudeutsch heißt es Database Decision Making, ja, diese datenbasierte Entscheidungen im Sinne von instruktionalen Konsequenzen, das ist eigentlich die große Herausforderung, die sich eben in diesen Forschungsarbeiten immer wieder auch zeigt. Und um dieser Herausforderung zu begegnen, haben wir jetzt versucht, mal für dieses Konzept diagnosebasierte Leseförderung einfach mal ein Beispiel zu setzen und auszuprobieren, wie gut funktioniert das denn, diese Lernverlaufsdiagnostik mit Material, mit Förderempfehlungen, Förderentscheidungen zusammenzubringen. Also Verbindung von Lernverlaufsdiagnostik mit Methoden evidenzbasierter Leseförderung. Das Konzept, das dahinter liegt, ist eben das, ne, was ich Ihnen eingangs gezeigt hatte, Test, Feedback, Förderung und dann die Schleife immer wieder durchlaufen. Und wenn man erstmal eine Bestandsaufnahme macht, was kann man denn sagen im Hinblick auf Leseförderung, dann ist es so, dass jetzt mal ganz, ganz grob, aber das ist vielleicht auch an solchen Stellen mal ganz hilfreich, relativ grob zu sein, sondern was sind evidenzbasierte Methoden, die wir kennen, auf einem niedrigen Niveau silbenbasiertes Lesen, lautes Lesen zur Förderung von Leseflüssigkeit und Lesestrategieanwendung zur Förderung des Leseverständnisses. Ne? Das ist so beim National Reading Panel, ist es so, dass so dieser Kanon ungefähr zusammengestellt wurde. Jetzt müssen wir gucken in der Stavanger-Erklärung, ob das da auch so steht. Aber mehr oder weniger ist das so ein Kanon, zu dem es sehr, sehr viel Forschung erstmal gibt, dass das funktioniert. Entsprechend haben wir einen Materialpool versucht aufzubauen, der heißt der Lesesportler, also in so einer Sportleranalogie, Trainer
und derjenige, der eben arbeitet, wobei bei unserem Programm ist es so, dass beide eben immer die Rollen wechseln und Trainer sind und arbeiten in kurzem Wechsel. Und da sind eben Methoden, Leseslalom, da geht es um die Förderung basaler Lesefertigkeiten, der Lesegenauigkeit durch wiederholendes Lesen auf Wort- und Satzebene, das ist dieses silbenbasierte Lesen. Lesesprinter, da geht es um die Förderung der Leseflüssigkeit durch wiederholendes Lesen auf Textebene, das ist die Methode des Repeated Reading. Und das Lesetandem, da geht es um die Förderung des Leseverständnisses durch Strategievermittlung und reziprokes Lehren. Da ist es so, dass eben den Kindern Anleitung gegeben wird, Strategien anzuwenden. Wir haben da Texte auf unterschiedlichem Schwierigkeitsniveau, sodass eben da eine Differenzierung im Hinblick auf die Methoden und auf die Textschwierigkeit gegeben ist. Dem zur Seite steht eben die Diagnostik mit QOP, die ich Ihnen vorgestellt hatte, wo, also diesen Lesesportler haben wir auf den Klassenstufen 2 bis 4 jetzt mal so weit entwickelt, wo eben diese Hinweise eben stehen. Und das, was eben jetzt in diesem Sinne dieser Blumschen Abfolge, Benjamin Blum, Sie erinnern sich ja am Anfang, Test, Feedback, Förderung, das, was wir eben versuchen, dann mit den Schülern auch zu besprechen, ist anhand der Testergebnisse, was kannst du schon gut, was klappt gut und was sind Fähigkeiten, an denen wir jetzt arbeiten sollten. Und haben dazu versucht, auf dieser Grundlage der Ergebnisse in QOP so eine Gruppenbildung vorzunehmen von Kindern, die eben angefangen, ne, von solchen, bei denen man eben eher ein ungenaues, stockendes Lesen feststellt, ein ungenaues, aber sehr schnelles Lesen, genaues, aber langsames Lesen, das wenig automatisiert ist, ein flüssiges Lesen mit schwachem Leseverständnis, flüssiges Lesen mit einem oberflächlichen Leseverständnis und flüssiges Lesen mit gutem Leseverständnis. Und sehen, wir haben versucht, eben so relativ klar inhaltlich beschriebene Gruppen zu bilden, zu denen man dann eben entsprechend auch diese unterschiedlichen Methoden als Empfehlung zuordnen kann. Das, was da dann eben erfolgt, ist als Zwischenschritt strukturierte Feedbackgespräche, bei denen eben mit den Kindern genau darüber gesprochen wird, wie sind deine Ergebnisse, wie stehst du, also wo stehst du, was kannst du schon, was sind nächste Schritte und dann eben die Überlegung, was ist mein Ziel, was kann ich als nächstes machen. Dazu haben wir dann eben einfach so ein Materialpool entwickelt mit dem Lesesportler-Material. Und das ist eben so ein Arbeitsprogramm der letzten Jahre im Wesentlichen gewesen, wo wir auch zwei größere Studien jetzt gemacht haben, um zu schauen, wie sieht es denn aus, in welchem Maße bewährt sich dieses Paket diagnosebasierter, differenzierter Leseförderung in der Grundschule. Gibt ein paar Publikationen, die wir dazu gemacht haben. Aber das, was Sie unschwer sehen, wenn man eben diese Idee Lernverlaufsdiagnostik ernst nimmt, dann bleibt das natürlich nicht ohne Konsequenz. Nämlich genau diese Frage, ja okay, wenn die Kinder unterschiedlich sind im Hinblick auf Niveau und im Hinblick auf Lernverläufe, muss ich ja damit irgendwas machen. Und das mündet in irgendeiner Weise eben in die Notwendigkeit eben auch differenzierter Förderung, sprechen mit den Kindern. Und es mündet eben einfach, ist unsere Erfahrung jetzt, für die größere Zahl der Klassenräume in deutliche Veränderung von alltäglicher Praxis. Von daher sind wir mit den Ergebnissen nicht so unzufrieden, auch wenn die noch nicht so toll sind, wie man sich das wünschen könnte. Insgesamt ist es so, im Hinblick auf die Leseflüssigkeit finden wir auch da, Sie sehen jetzt hier von den Effektstärken 0,30, ne, da sind wir wieder in so Größenordnung, wo ich jetzt sagen würde, das ist doch nicht schlecht. Es ist tatsächlich auch so, dass der Lesesprinter, also diese Methode zur Förderung der Leseflüssigkeit, in dem Alter von den meisten Lehrern auch als häufigste Methode eingesetzt wird. Also von daher ist es nicht ganz verwunderlich, aber dennoch, wir würden uns eigentlich vorstellen und wünschen, dass sich an der Stelle auch beim Leseverständnis mehr tun müsste. Aber wie gesagt, das, was wir auch sehen, ist, dass es einfach ein relativ aufwendiger Prozess ist, so etwas zu implementieren im schulischen Kontext. Ne? Das ist nicht einfach so, dass man sagt, oh klar, das machen wir jetzt so und es ist Umbauarbeit damit verbunden. So, jetzt bin ich auf der Zielgeraden.
und komme nochmal zurück zu dem Punkt, den ich eingangs angesprochen hatte, nämlich zu dieser Frage Bildung und Digitalisierung. Und zwar eben jetzt, was haben wir an der Stelle eben auch gelernt? Bildung und Digitalisierung am Beispiel computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik. Das, was wir erfahren haben an der Stelle, ist eben, dass tatsächlich Lernverlaufsdiagnostik, diese Idee formativen Assessments, eine ist, die sicherlich ohne entsprechende Digitalisierung, ohne so eine Unterstützung sicherlich nicht machbar gewesen wäre. Also an der Stelle erlaubt es uns die Realisierung des Konzepts formativen Assessments im Regelunterricht. Da kommen wir wieder zurück auf das, was ich eingangs gesagt hatte. Es geht eben um dieses Erkennen von Lernfortschritten. Und das war das, was Sie jetzt eben als letztes gesehen haben mit diesem Lesesportlermaterial, und Nutzen dieser Kenntnisse für das weitere unterrichtliche Vorgehen, das ist etwas, was konkret machbar wird und aus meiner Sicht eben tatsächlich eben etwas ist, wo wir an Schulen etwas verändern können. Das, was mit dem System geleistet wird, Bereitstellung von Testverfahren, eine automatisierte Auswertung, die das Ganze eben überhaupt praktikabel macht, eine Dokumentation der Ergebnisse, was auch eben notwendig ist, damit man mit solchen Dingen arbeiten kann. Und es gibt Hinweise auf Fördermöglichkeiten, die unseres Erachtens eben genau für diese Frage Nutzen dieser Kenntnisse auch ein kritischer Punkt sind. Digitalisierung als großes Thema, das über dem steht, führt mich aber dazu, auch nochmal kurz die technische Seite anzusprechen. Diese technische Seite computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik, die Anforderungen mit sich bringt. Und das ist etwas, wo ich auch gestehen muss, als wir vor 12 Jahren da die Idee hatten, dass man das so machen könnte, hatte ich keine Vorstellung. Also glauben Sie nicht, dass ich derjenige bin, der technisch versiert wäre und solche Sachen dann auch gut machen kann. Aber das, was wir eben auch da gelernt haben, man braucht, damit sowas realisiert wird, eine Online-Plattform und muss da eben auch Fragen zu Aufbau, Wartung und Pflege von solchen Dingen klären. Ja, also das ist nicht so, dass man eben einfach sagt, das schaffen wir jetzt einmal an und dann ist gut, sondern das ist eben einfach ein Langzeitprojekt. Technische Anforderungen für die Geräte der Endnutzer, das ist etwas, wo ich keinen Einfluss drauf habe, aber froh bin, dass da eben diejenigen, die QoP entwickelt haben, ein Auge drauf hatten, die gesagt haben, wir brauchen ein System, das niedrige Anforderungen an die Performance und an die Software stellt, die Geräte der Endnutzer haben. Tatsächlich hat eine Auswertung der genutzten Browser gezeigt, dass in den Schulen bundesweit mindestens 30 verschiedene Versionen von Browsern am Start sind. Irgendwas mit Firefox 2.0 oder so angefangen. Also es gibt Dinge, die auf dem absolut aktuellen Stand sind, aber es gibt eben auch Dinge, wo solche Systeme auch mit klarkommen müssen. Das, was natürlich ein Riesenthema ist, Datensicherheit, Datenschutz, da ist es so, dass jetzt eben auch auch da ganz tolle Arbeit hier im Hessischen Kultusministerium geleistet wurde, um diese Fragen eben auch einfach so zu klären, weil auch das etwas ist, was uns an Universitäten typischerweise überfordern würde. Datenschutzgrundverordnung kommt jetzt dazu und all diese Dinge. Und das, was wir auch gelernt haben, ist, dass solche technischen Konzepte, auch wenn man versucht, diese Logik so umzusetzen, die sind natürlich auch nicht einfach immer nur komplett selbsterklärend. Sowas wie Anlegen von Schülerdaten, Interpretation von Daten ist etwas, wo es hilfreich ist, Informationen für Nutzer beizusteuern. Und auch an der Stelle ist es so, dass die Begleitung durch das Kultusministerium, durch Frau Krug, eben, glaube ich, eine wesentliche Bedingung dafür ist, dass so etwas eben, wie soll man sagen, geschmeidig klappt. In der schulischen Praxis ist es so, das hatte ich Ihnen eben gesagt, dass systematische Diagnostik noch nicht wirklich zu professionellen Routinen von Lehrkräften, von allen Lehrkräften gehört und dass der aktuelle Fokus bei der Nutzung diagnostischer Information eher noch bei der Bewertung liegt und nicht bei der Nutzung von diagnostischer Information für die Gestaltung von Unterrichtsprozessen, von Fördermaßnahmen. Dass das also ein Ausgangspunkt ist, wo ich denke, dass das eben diese computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik durchaus eben einen deutlichen Wandel mit sich bringen kann. Das
Was wir an der Stelle, glaube ich, brauchen oder was uns hilft, wären Weiterbildungen, die so eine Innovation unterstützen. Und das, was, wie gesagt, die große Herausforderung sicherlich ist, das ist diese Übersetzung diagnostischer Information in konkrete Förderentscheidungen. Das, was wir jetzt ausprobiert haben, das waren eben Angebote im Sinne von Material. Auch da gibt's in Hessen ein Konzept, das im Angebot steht. Ne, also da gibt es auch eben sicherlich nicht die eine richtige Lösung. Aber ich glaube, diese Begleitung von solchen Innovationen ist eine, die wichtig ist, im Blick zu halten. So, mein Schlusswort: Digitalisierung ermöglicht Innovation im Sinne einer Realisierung evidenzbasierter Konzepte. Also wir können Dinge umsetzen, die sicherlich ohne diese Technik so nicht ohne weiteres möglich wären. Ich möchte ganz am Ende mit Ihnen ein Gedankenspiel doch noch spielen. Da geht es um die Grenzen. Die Frage ist an der Stelle, technisch wäre das sicherlich machbar, jetzt hinzugehen und zu sagen, naja, wünschen wir uns Systeme, bei denen Schülerinnen und Schüler automatisch generierte Fördermaterialien erhalten? Ja. Ne? Sofort, jetzt. Ne? Also, denkbar wäre das natürlich, aber wie gesagt, es ist ein Gedankenspiel, technisch ist es möglich, aber die Frage ist, ist es tatsächlich pädagogisch sinnvoll? Ist es inhaltlich sinnvoll, solche Entscheidungen eben im Sinne von KI-Ansätzen der Maschine zu überlassen? Oder sind es Dinge, die dann doch eben die Kompetenzen von Lehrkräften benötigen, um da an der Stelle eben einfach Informationen, die aus der Diagnostik kommen, zu kombinieren mit Dingen, die wir aus alltäglichen Unterrichtssituationen sehen, die wir im Wissen über die Schüler eben hinzuaddieren können und ihnen Mehrwert ergeben, die auch, wenn man eben diese Frage von den Lernmaterialien anguckt, an der Stelle eben auch noch vielleicht einen reicheren Überblick haben können. So, an der Stelle danke ich Ihnen jetzt herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke aber auch all den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, die bei den Studien mitgewirkt haben, unserem Team in Münster, dem technischen Partner, die das Ganze ermöglicht haben zu realisieren, und gab auch noch Forschungsunterstützung für die Projekte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ganz herzlichen Dank.